Ein vergessener Durchgang aus dem 17. Jahrhundert im Parlament in London. Schon lange hat ihn niemand betreten. Nun wurde er bei Renovierungsarbeiten wiederentdeckt. Der Gang wurde laut Experten ursprünglich für die Krönungsfeier von König Charles II. Im Jahr 1661 gebaut. Im 19. Jahrhundert wurde der Durchgang geschlossen und einige Arbeiter verewigten sich damals in der Mauer. Es ist sehr selten, solche Graffiti zu finden, die diese Zeit so lebendig werden lassen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Durchgang erneut freigelegt und eine kleine Holztür wurde eingebaut. Doch auch die geriet wieder in Vergessenheit, bis heute.